Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Heute haben wir wieder Max dabei und den Eric mal wieder. Einen wunderschönen. Auf Tanglewood Drive und ja, Texte sind leider leer, die hat Max aufgegessen. Ja, sorry, ich hatte Hunger. Man sieht es vielleicht auch, Max hat sich die Haare gefärbt. Habe ich das? Na, aus, wenn man ein bisschen weiter wegläuft, werden die auf einmal schwarz. Oder ist das nur bei mir so? Ah, das ist neu. Das finde ich nicht trocken. Mark Baker, also Richard Baker haben wir jetzt. Sie muss ja gleich mit an das Lied von Bunny M denken. Mark Baker. Kann ich heute die Milch trinken? Was war das denn gerade? Da war bloß ein Soundbug, alles gut. Genau, und wir sind jetzt in dem neuen Festtags-Event. Das ist gestern rausgekommen. Und jetzt ist auch noch mal ein bisschen mehr Wetter dazu gekommen. Ich habe einen ersten Keks. Alter Leute, ne, heute hat noch abnormal bei mir geschneit. Also das war unglaublich, erst mit 10 cm Neuschnee bei mir. Boah, krass. Scheiß, wunderschön. Bei mir auch, wie gesagt. Ich habe seit Tagen minus 10 Grad. Ich habe eine Komplikation. Scheiße, ich habe nämlich vergessen, in der Steuerung wieder das umzustellen für den Voice Chat. Global Push to Talk. Ich habe einen Keks gefunden. Im Waschsalon. Nice. Limit. Ich habe mal aufgegessen. Über Discord Games oder spielen wir über Spiel? Übers Game. Okay. Sonst hättet ihr mir sagen können, dass ihr mich doppelt hört. Nee, wir haben uns gemutet. Also unser Mikrofon auch. Hör ich nicht doppelt. So. Also wir haben uns gemutet, unser Mikrofon auch. Ja, unser Lautsprecher auch. Erik, komm mal mit. Mutprobe. Okay, einen Moment. Ich bin so da. So, ja, du bist da. Was ist von der Mutprobe? Bloody Mary. Ich hab einen Knochen. Bloody Mary. Oh Gott, die war kacken. Die gruselige Spülung. Alter. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Die war kacken. Bloody Larry. Aber hier hat schon jemand was rumgeworfen. Echt? Ja, ja. Wo ist es denn? Vielleicht war jemand sauer, weil ich Keks gegessen habe? Wahrscheinlich. Ich habe euch schon noch einen Keks gegessen. Nom. Aber hey, wir müssen die Kekse doch hier zum Geist bringen, oder nicht? Naja, auf den Teller, der ist im Bär. Sag mal, ist das aber ne? Hey, wenn ich ihn einsammle, ist auch noch. Oh, Vierer. Hier. Ja, war's ja gerade. Die hat gepustet. Kannst du nicht hören? Ja, Gefriertemperatur. Vierer MF. Warte mal, wir lassen sich mal kurz alleine mit dem Richard. Jo, ich hau hier nochmal was hin. Bock hat? Kannst du mich hören? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du freundlich? Er hat es ja gesagt, als ich gefragt habe, ob er freundlich ist. Ja, pass auf. Wollen wir mal, was soll ich noch fragen? Sollen wir gehen? Wie bist du gestorben? Ich glaube, das kann man dazu so nicht. Ruhig voll. Guck dir mal den Keks hier an auf der Vase. Alter, geil. So, Gefriertemperatur und Geisterbox. Exakt. Die Zwillinge, die Mimik, Moroi und der Unrio. Oh. Hast du deine Webcam, damit du ein bisschen für uns dancen kannst? Oh. 5, immer 5. Wir haben. Oh, die Zwillinge. Hatte ich noch nie. Wir haben sexy Twins, oder? Echt? Ja. Yeah. Okay. Wer ist denn das? Was haben wir denn für Beweise hier? Warte, heißt das, die können beide gemeinsam jagen? Nee.
Aber das steht doch da. Hallo, hallo. Nee. Was haben wir denn? Wir haben jetzt eine Geisterbox. Ja. Geisterbox, EMF Level 5 und Gefriertemperatur. Die Zwillinge, was muss man denn über die Zwillinge? Es wird berichtet, dass die Geister Handlungen an der Ich finde schön, dass Erik lesen kann. Das kann ich nicht. Oh, ist ein Keks. Oh, ich glaube, das war der letzte. Na, was halten wir jetzt auch schon? Keksteller. Keksteller. Okay. Lol, ist das normal, dass man mittlerweile auch einfach so flüstern hören kann? Wem flüstern hören kann? Ich bin gerade eben in die Garage gegangen und ich bin der Meinung, irgendwas hätte mir zugeflüstert. Entschuldigung. Hey, ich hab dir doch bloß die Kekse gebracht. Keksteller, was brauchen wir noch? Eine Kerze, ne? Eine Kamera aufstellen sollen, Max. Leise, leise. Warum? Leute, wir haben auch noch Sidequests. Ja, ja, aber ich wollte doppelte Form. Seid ihr leise? Wir haben sie überlebt, Max. Wir saßen da. Oder nee. Naja, aber gerade so. Ja. Was hat denn Max jetzt hier gemacht mit den Keksen? Hingestellt. Und dann hat er gegessen und war nicht so erfreut. Haben wir wenigstens. Die waren versalzen. Alter, ist wohl wenigstens die Kamera an. Haben wir wenigstens das alles auf Bild? Nee. Die Kamera war an, ja klar. Nee, die waren, ich glaube, die waren nicht an. Doch, die war an. Sobald du die hinplatzierst, ist die an. Will ich hoffen, Alter. Aber, Marvin, hast du von draußen zu. Das nächste Mal muss einer von uns vorbereitet sein, der draußen auf die Kamera guckt. Ich hab die nicht mal gesehen. Das ganze Spektakel. Ich sag mal so, wäre ich nicht so überrascht gewesen, dann hätte ich was gesehen. Naja, komm Leute, Kerze, Kruzifix. Übrigens mal. Ich habe noch eine Kamera, ich nehme die Knochen, ja. Es gibt eine Änderung beim Kruzifix, das kannst du jetzt mit F platzieren und da siehst du auch den Radius. Oh. Oh, ich hab's einfach hingeworfen. Ja, das funktioniert so jetzt wohl nicht mehr. Okay. So, dass das so nicht mehr funktioniert, ist natürlich ein bisschen blöd. Da fotografieren wir erstmal die Knochen und sammeln den ein fürs Geld. Versucht Objekt hier noch irgendwo, aber ich traue mich nicht. Ich hab's, ehrlich zu sein, noch nie gefunden. Okay, da hat die Kerze ausgeblasen. Verfluchte Objekt. Ja. Kruzifix. Ich sehe gar keinen Radius, bin ich ehrlich. Ah doch, der ist sau riesig. Ja, ein paar Meter halt. Der ist sau riesig, nehmen wir. Lass mal gucken. Ja, der ist ordentlich. Also, haben wir immer noch die Gefriertemperatur? Ja. Auch hier in der Küche? Nee, ne? Dann kann er ja nur hier spawnen. Hast du, Nein, Feuerzeug habe ich nicht. Ja, okay. Zwilling kann an zwei verschiedenen Orten. Dann nimm mal ein Feuerzeug mit. Ja, die Tarotkarten sind's, Jungs. Ich hab die Tarotkarten. Oh. Werf mal hin und wir fotografieren. So, wer will ziehen? Warte, ich nehm. Warte, Lass die Kamera da und hol nochmal hier ein Feuerzeug. Räucherstäbchen. Ich warte hier auf euch. Ich mach's mir mittlerweile auf meinem Stuhl bequem. Genau, Erik zieht die. Für den Fall, dass er die Direct Kill Karte zieht. Okay, Erik zieht hier. Ich zieh. Okay, wir haben. Komm, Hangman. Die Sonne. Ah, okay. Ja, okay. Was macht die Sonne? Ich glaube, Sanity Restore. Das Rad
The Wheel of Fortune, also das Rad der Wahrsagung oder so ist das, glaube ich, ne? Und der Mond. Okay. Okay. Und nochmal der okay, Mond. Okay, wir haben übrigens schon einmal... Center! Oh, oh Gott, schade. Weihnachtsmann. Ich hole neue Räucherstäbchen. Das war Center! Mit einer Zuckerstange. Okay, soll ich weiterziehen? Zieh. Oh, nochmal Wheel of Fortune. Also, The Fool. Ja. Tot. Wow, wow, wow! Max stirbt. Max stirbt. Haha. So verdient. Komm, nächste Runde. Okay, ich zieh weiter. Woran ist er verstorben? Oh, der gehangene Mann. Hey. Ich hab die Todes... Das war dann hier The Fool, ne? Ja, genau. Also du hast nämlich nicht gestorben. Ja, nee, ich hab die Todeskarte gezogen. Und statt dass ich gestorben bin, ist halt Max gestorben. Hey, nee, du hast... Hey, das macht keinen Sinn. Ja, ich hab die Death-Karte. Oh, ja, da hab ich mich erschrocken. Oh, ich zieh jetzt mal weiter hier im Schrank. Oh. Okay. Ich zieh mal weiter. Wheel of Fortune. The Tower. Und The Devil. Jagd. Okay. Schnell rausgehen, bevor der Weihnachtsmann kommt. Oh Gott, Alter. Schöne mit seinem Sack spielen. Wollen wir mal reingehen und sehen, wie es mit Max machen? Einfach aus Disrespekt. Aber ich zieh die Todeskarte und Max stirbt. Also, hey, hast du die wirklich gezogen? Ja, das war die Todeskarte, die Deathkarte. Ich wusste gar nicht, dass es das dann geht, dass niemand anderes stirbt. Hätte ich nicht gedacht. So, wir haben Sidequests erfüllt. Noch ein gefundenes verfluchtes Objekt. Wir sind alle wiedergekommen, naja, fast. Max war halt ein böser Junge, ne, dieses Jahr. Ja, eben. Hat die Rute bekommen. Da wurde vom Santa bestraft. So schnell kann's gehen. Die suchen verrücktes Zeug, die Karten. Ja, das stimmt sogar. Da würde ich sagen, fahren wir zurück und gucken mal, was passiert. Wir fahren zurück, ne? Oh, den fiesen Max erwischt hat halt. Ich höre nur noch, wie er sagt, oh nee, und auf einmal fällt er um. Richtig schön. So. Welcome back. There's some jobs ready for you. So, finde ich nicht in Ordnung. Waren die Zwillinge? Was? Also, das waren jetzt nicht. Knochenbeweis, okay. Bundesvermittlung. Mal zwei. Fotos. Halt einem durch die Geisterbox. 160 Tacken. Ja, easy. Easy. War eine schöne Runde. Mit Max? Ja, wow. Ich würde sagen, ja. Harry, komm mal raus aus dem Menü, komm mal mit runter für uns. Klar. Ich würde sagen, das war eine schöne Runde Phasmophobia. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eure milden Jungs. Immer schön bleiben.